Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Und heute ist er sofort wieder da. Es ist Freitag. Ja. Jo, Wochenende. Wochenende. Da kann er auch seinen Kommentar vom letzten Video gleich Achso als Leute, wir haben allererstes machen. 700 Abonnenten. Ja, wir haben 700 Abonnenten geknackt. Juhu, geil. Was bedeutet das? Ein Community-Livestream für euch. Und Ja. ein anderes Special von Herr Gleich kommt natürlich auch. Wa Du betreibst. Natürlich. Davon weiß ich jetzt noch gar nichts. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Ich habe gesagt, ich mache das sowieso schon. Animation Throwdown, Second Anniversary Das Special. hat nichts mit einem Abo-Special zu tun. Ja, was soll Und ich denn du. damit tun? Du machst doch schon Community Special. Ja, und das werden wir zusammen machen. Und zwar werden wir wahrscheinlich an einem Samstag oder sowas mal 3 Stunden oder sowas Fortnite streamen. Und wo ihr bei uns mitspielen könnt. Ne? Boah. Als Quads oder was? Als Squad, ja. Okay. Der Video, okay. Ja, können wir machen. Okay, gut. Ja. Und wir blenden aber erstmal auch wieder Kommentare rein. Erstmal mein Kommentar von heute. Zack. Hast du da wieder rumgezappelt? Ja, So, so. jetzt hier. Sorry, Leute. Okay, ja. Lies mal vor. Ja, ich kann das nicht vorlesen von hier aus, Da, sondern. das. Nein, das ist du. Du musst es. Im komplett irischen Ist ja Style. dein Kommentar Aber die sogar. Schuhe, die auch im irischen Style sind, sehen doof aus. Aber der Skin im irischen Style hat etwas. Ha. Lol, Roffel, Das ist das Brä, hätte ich gar nicht so toll rüberbringen können. XD. So. Hacky-Wet, 2 Punkte, Shadow Pub. Ja, das kann ich schon vorlesen. Shadow Pub, wieso denn? Das ist doch dein Kommentar. Mach doch Ja, gut, fertig. aber du musst doch drauf reagieren. Shadow Puppet 7 Punkte, Tree Splitter 3 Punkte, Wildcard 10 Punkte, das Safecracker 2. Ich verstehe überhaupt nicht, warum du den Safecracker so schlecht bewertest. Ich finde Was den denn? Denn? super cool. Libre 8 Punkte, Kiss Kiss 9 Punkte, Armadillo 5 Punkte, Spektral-Ex 4 Punkte, Spectral. Pumpernickel 6 Punkte, Skorpion 6 Punkte. Scorpion. Alter, kann der nerven. Okay. Was Glück, dass der unter der Woche in der Schule Dann ist, der so. zweite Kommentar von Mihalo Nein, Pajik. nein, Master nein, jetzt ist es der Master Mick. Okay, Weil Master wir Mick. kriegen es, glaube ich, beide nicht ausgesprochen. Was hast du da? Da, genau. Wir kriegen es beide nicht richtig ausgesprochen. Du musst. Was? Du musst. Ich kann es nicht lesen. Du Du musst. musst mir mal auf Englisch sagen, dann Hi hinterher und dann noch Lol. Am Ende schreibt man Mihalo, aber ich sprich Michilol. 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 Michailo Michilol. Michilol aus, hoffe es ist endlich geklärt. Also, du musst me, Leute! ah, me, me auf Englisch. Auf Englisch sagen, dann hi hinterher, mi hi und dann noch lol. Michailol. Michailol. Nur mal Jetzt, kurz, also jetzt, als, pass nur auf. mal, stopp, stopp, stopp. Nur mal ganz kurz so als ja, Aussage, Herr Gleich, Animation Throwdown sagt schon alles. So, jetzt pass auf, das war so wieder so ein absolut unqualifizierter Kommentar. Warum? So, Sätzen 6. So, Was? Okay. Mehilol, habe ich das, Mehilol, also wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, Master Mick, dann schreib es doch mal in den Kommentar rein. So, Mehilol. Okay, nee, me. Me auf Englisch. Me, hi, Mihailol. Oder Mihilol. Hi auf Englisch oder auf Deutsch? Das ist beides das Gleiche. Er sagt schon Nein, Deutsch. Hi. Mihai, Mihailol oder Mihilol? Bestimmt hi. Ey. Hi. Hi Ja, halt jetzt pass auf, gleich. aber Mihilol wird wahrscheinlich auch richtig sein. Jetzt pass Nein, auf. weil hi ist nicht Deutsch. Und er auch nicht Englisch. Das ist nichts von beidem. Hi. Ich sag doch nicht zu jemandem, ich gehe doch nicht hin. Hi. Hi. Nein, aber ich denke, dass es die zwei Buchstaben sind. Aber okay, also jetzt Variante 1, du musst dann einfach im nächsten Kommentar schreiben, Variante 1 richtig oder Variante 2 richtig? Mihilol oder Mihailol? Ich denke Mihilol, das muss Mihilol sein. Nein, Doch, nix hi. aber sicher, ich bin mir Hi. 100%.
99% sicher, dass okay. Mihilol ist. Okay. Aber ich sag trotzdem, jetzt sei mir nicht böse, ja. aber ich sag dann doch lieber Master Mick, weil ich glaube, das ist für mich deutlich viel einfacher. Und alles klar. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Shop. Video. Video. Und zwar haben wir hier den. Erstmal das Set wieder von gestern. Das glaube ich, müssen wir nicht mehr bewerten. Der Hacky-Wett, ja. Hacky-Wett mag ich nicht. Jetzt sag mal, was hältst du von diesem Schattentheater heißt das? Jetzt habe ich, hab ich 8 Punkte, oder? Ja, nicht? Aber jetzt sag doch mal deine Meinung dazu. Das ist nice. Findest du nice? Also auch mit dem Bärchen da oben drauf, ja? Ja. Und du findest auch diesen. Was ist denn das? Was soll denn das sein? Ja, das ist ein Fisch. Das hätte ich auch. Aber was soll denn das da drin sein? Das Bombe. Da ist eine Bombe, ne? Ja. Habe ich es doch richtig gedeutet, gell? Ja. Soll eine Bombe sein, oder? Ja. Ah ja, gut, dann. Die guckt ihm sogar aus dem Maul. Ja, ja, aber ja. Okay, also gut, dann. Gut, dann gehen wir mal auf den nächsten. Das ist wieder dieser Baumspalter. Bei mir heißt der Tree Splitter. Mach sie zu klein, Alter. Ja, sorry, Leute, wir haben alle. Ich habe alles auf Englisch. Ja. Okay, das hatten wir aber gestern alles schon gehabt. Wir haben auch gestern. Den Wildcard 10 von 10 und Panzerknacker 2 von 10. Genau, hatten wir auch schon alles gehabt, richtig. Und jetzt geht's in den neuen Shop. Pink Flamingo. Okay. Fängt der bei dir mit dem Pink Flamingo an? Ja, bei mir fängt der mit dem Pink Flamingo an. Okay, bei mir ist der rosa Flamingo. Achso, nochmal kurz zur Sache. Ich habe diesen Skin, Leute, für 5 Euro bekommen, den da. Weil er ein Starterpaket in Season 3 war. Jetzt kostet er 1500 V-Bucks. Und im heutigen Shop habe ich 1, 2, 3, 3 Sachen gekauft. Okay. Pink also. Flamingo. Der rosa Flamingo. Egal, ob du auf Vorstadtrasen oder an der Front stehst, die Flamingo-Spitzhacke ist immer bereit. Ich finde die nicht mal schlecht. Die ist nicht mal so unglaublich schlecht. Vor allem, wenn man den Sound abspielen lässt. Einen Moment. Der gleich muss auch mal den Headset aufsetzen. So, einen Moment. Ganz kurz. Ihr hört es ja jetzt gleich schon. Ich werde jetzt mal den Ton abspielen lassen. Den Ton findest du toll? Ah ne, da habe ich die mit einem anderen Ding verwechselt. Die ist auch ziemlich, ziemlich alt schon, die Pickel. Aber allein, ja gut, ich würde sagen, ich hätte jetzt gedacht, wäre mit diesem einen Sound, aber nee, ist es nicht. Deswegen knallt die Wertung nochmal hart nach unten. Ich würde sagen 4 von 10. Echt? Nur 4 von 10? Ja. Also ich sag mal so, ich finde das Ding schrecklich. Nein, ja, schon irgendwo. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch wieder relativ cool. Das ist wieder eine relativ witzige Sache. Was ist denn das eigentlich für ein Schlauch da drumherum? Ein grüner Schlauch. Ergibt überhaupt eine grüne Mamba, okay. Grüner Schlauch. Ja, also ich würde dem Ding geben. Ja, 4 von 10 sehe ich genauso. Dann den neuen Emote. Aufgeweckt heißt er. Ah, ja. Es gibt schon einen Emote, der heißt aufgeweckt. Ist der Zombie-Emote, ja? Ah ja, stimmt, da heißt ja auch so, ja. Den finde ich mittel, also ich würde sagen 5 von 10. Wie viel gibt es denn? 5 von 10, ich mag den nicht. 5 von 10? Ich finde jetzt nicht so krass, dass man den für 8 in den V-Bucks bekommt. Ja, es sieht halt aus, als wäre der Typ, also gut, bei dir ist es ja hier die rote Ritterin, aber bei mir sieht es aus, als wäre der Typ auf Speed und hätte sich ein paar Pillen reingepfiffen, ja. Hier übrigens ist er, Leute, ich habe den nicht heute gekauft. Also ich sag mal so, 5 von 10. 5 von 10 auch? Ja. Make it rain, 10 von 10. Hammergeil. Für 10 von 10 reicht es bei mir jetzt nicht, aber 8 von 10 auf jeden Fall. Hey, guck mal, Leute, es gibt hier so einen Bug. Wenn ihr mal die ganze Zeit. Nein, so nicht, guck. So, guck mal. Voll witzig, allein dafür. Okay. Dann, den abtrünnigen Agenten. Status des Agenten unbekannt. Den gab es schon im Starterpack-Set. Ich würde sagen, der kriegt von mir 7 von 10, weil ich den mir damals auf jeden Fall gekauft habe. In dem Starterpaket, der ist ziemlich nice. Habe ich damals auf jeden Fall sehr, sehr gefeiert. Den Skin aus dem Halo-Pack. Ja. 7 von 10. Ist auf jeden Fall ein cooler Skin, sehe ich ganz genauso. Ein Halo-Skin.
Jo, dem Ding würde ich auch 7 von 10 geben. Okay, dann kommen wir zu Akte Assassinen. 10 von 10. Sehe ich zum Beispiel jetzt wieder gar nicht so. Ich finde die nicht so geil wie ihr. Ihr feiert die irgendwie alle total. Ich finde, ja, sieht ganz cool aus, aber bei mir sind das maximal 6 von 10. Was? Ja. Die ist mega geil. Dann Snow. Oh nein. Okay, 0 von 10. Bitte, das ist. Also, So. sorry, aber das ist noch schlimmer als der Default-Gleiter. Das Findest ist. du schlimmer als der Das ist noch Default-Gleiter? schlimmer. Was ist denn der Default-Gleiter? Lass mal kurz gucken. Was ist denn der Der Default-Gleiter? Default-Gleiter. Oh, einmal. Was ist denn der Default-Gleiter? Der Lass da. mal gucken. Da sieht es doch besser aus als dieses komische blaue Ding da. Also Nein. sorry. Sorry, aber Natürlich. das ist absolut Das sieht doch schlimm. scheiße aus, der normale Default-Gleiter. Gar nicht wahr. Doch. Ich mag diese Gleiter aber nicht. Ja, ich mag die auch nicht so wirklich, Ich aber. weiß, dass die. Jetzt werden manche Leute in den Kommentaren schreiben: du magst ja den Akti-Assassinen-Skin, wieso magst du dann den Gleiter nicht, weil er auch in diesem Stil ist? Ich hasse generell eigentlich Gleiter zu kaufen. Und wenn dann noch ein Gleiter mir nicht gefällt, kriegt der 0 von 10. Naja, also ich gebe dem Ding immerhin 2 von 10. Okay. Jo. Dann war es das heute schon von dem Daily Shop Video. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst ein Like und einen Kommentar da. Aktiviert die Glocke neben dem Abonnieren-Button und ja, um immer Benachrichtigungen zu bekommen, wenn wir ein neues Video hochladen. Genau. Bis dann Haut und rein, macht's gut. tschüss! Bis dann.